Hallo, ihr Lieben, da ist er wieder, eure Katrin, und wir kommen zu Nummer 4 der Schleichneuheiten für 2020. Agostinia. Wir sehen hier nur eine Version einer Lebendrekonstruktion von Agostinia, da Agostinia nur durch wenige fragmentarische Skelettreste, Fossilreste überliefert ist. Es fehlt ein ganzes vollständiges Skelett, und so gibt es im Netz zum Beispiel diverse Darstellungen, Lebendrekonstruktionen dieses Sauropoden. Man weiß also nicht genau, wie dieses Tier aussah. Und was das Modell hier angeht, dieses Modell ist das größte der 5 Exemplare, die ich erhalten habe von Schleich. Und was dieses Modell hier angeht, er ist das größte Exemplar von allen mit einer Länge von ca. 23 cm und einer Höhe von etwa 10 cm. Doch bevor ich zum Modell selbst komme, gibt es erstmal die Fakten rund um das Tier. Agostinia ist eine Gattung Sauropoder, Dinosaurier, die in der Unterkreide Südamerikas gelebt hat. Die einzig beschriebene Art ist Agostinia ligabuei. Er lebte in der Unterkreide vor etwa 123 bis 110 Millionen Jahren. Die fossilen Überreste von Agostinia bestehen lediglich aus Serien der Dornfortsätze von Rücken, Kreuzbein und Schwanzwirbeln, Teilen der Hinterbeine und mindestens 3 verschiedenen Arten von Hautverknöcherungen, vermutlich Osteoderme. Diese Hautverknöcherungen sind in Form von Platten und Stacheln erhalten und könnten entlang der Rückenlinie angeordnet gewesen sein. Eine neuere Studie bemerkt jedoch, dass es sich bei diesen Knochen nicht um Osteoderme, sondern um einfache altersbedingte Verknöcherung gehandelt haben könnte. Genauso stelle ich es mir auch bei den Dinosauriern vor, dass es ähnlich war wie bei heutigen Echsen und teilweise Vogelarten, wie zum Beispiel den Nashornvogel, die mit zunehmendem Alter zunehmend knorriger aussehen und immer mehr Osteoderme, Hautwülste, was auch immer, entwickeln, oder der Nashornvogel, dessen Horn auf dem Schnabel mitunter sehr, sehr groß werden kann im Laufe seines Alters. Und ich denke, bei den Dinosauriern wird das nicht anders gewesen sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein T-Rex mit zunehmendem Alter einen immer mehr bulligeren Kopf bekommen hat, mit immer mehr knorrigen, knotigen Osteodermen auf seinem Haupt. Noch weiter im Text. Die Fossilien stammen aus der Lohan-Cuha-Formation in Patagonien, also Argentinien, und wurden 1999 von José Bonaparte wissenschaftlich beschrieben. Die Reste von 18 Wirbeln wurden in 2 Gesteinsblöcken entdeckt, wobei der erste Block die 3 hinteren Rückenwirbel, 6 Kreuzbeinwirbel und 2 vordere Schwanzwirbel mit einschließt, während der zweite Block aus 8 der vorderen und mittleren Schwanzwirbel besteht. Die Wirbel sind stark verwittert, weswegen lediglich Dornfortsätze erhalten geblieben sind. Die Position der Wirbelreste in einer Reihe weist jedoch darauf hin, dass die Wirbel nach dem Tod des Tieres wenig verrutscht sind und eine Serie aufeinanderfolgende artikulierende Wirbel repräsentieren. Es sind gut 8 erhaltene osteodermartige Knochen bekannt, von denen 6 scheinbar in Lebendposition auf der Wirbelserie erhalten geblieben sind. José Bonaparte schreibt, dass diese von ihm damals als Osteoderm interpretierten Knochen in 2 parallelen Reihen, den Rücken- und Kreuzbeinwirbeln folgend angeordnet waren, also so wie hier zum Beispiel auch bei diesem Modell gezeigt. Er vermutet weiter, dass die Osteoderme untereinander sowie mit den Dornfortsätzen der Wirbel durch Gewebe mechanisch verbunden gewesen sein könnten. Es waren mindestens 3 einzigartige in dieser Form in bei keinem anderen Dinosaurier vorhandene Typen von Hautverknöcherungen präsent. Die spärlichen Überreste machen es schwer, Agostinia taxonomisch einzuordnen. Es wurden Übereinstimmungen mit den Diplodocoidae und den Titanosaurier festgestellt, wobei die vermutlichen Osteoderme und die 6 Kreuzbeinwirbel für eine Zugehörigkeit zu den Titanosauriern sprechen. Also, wie ihr hört, es gibt da noch viel Uneinigkeit, was Agostinia angeht. Doch die Zukunft bringt vielleicht neue Skelette, vielleicht etwas vollständigere Skelette zutage. Und dann werden wir wissen, wie dieses Tier in Wirklichkeit ausgesehen hat, zumindest von seiner Skelettanatomie her. Bis jetzt haben wir aber dieses kleine Exemplar, der so dargestellt ist. Ihr werdet feststellen, wenn ihr im Netz mal nach Agostinia sucht, dass ihr da diverse Darstellungen findet mit Schwanzstacheln, mit einer regelrechten Schwanzkeule und so weiter. Also da war man wirklich sehr kreativ unterwegs. Und jetzt schauen wir uns dieses kleine gute Stück mal an. Ein freundlicher kleiner Geselle ist es, unser Agostinia, zumindest so gestaltet mit einer, ja,
mit einem komplett schwarz bemalten Auge, schwarz glänzenden Auge. Der Kopf ist noch recht schlicht und winzig klein. Der Hals wiederum ist etwas aufwendiger gestaltet, hat sogar eine kleine Wamme hier oben am Genick bekommen. Das ist noch sehr interessant und hier am Hals auch noch so ein paar kleine Veränderungen. Das finde ich noch sehr, sehr schön. Von der Farbe her ist er auch eher dürftig. Er zeigt sich hier auch in so einem Orange-Beige mit einem Giftgrün, kann man fast sagen. Dass sich da auch recht lieblos den ganzen Körper entlang zieht in schlichten, etwas zu geraden Streifen und dann lediglich in Zacken endet. Die auch nicht sehr kreativ gesetzt wurden. Die Bemalung endet fast kurz vor dem Schwanzende. Das ist die Grünfärbung hier. Auf dem Rücken zeigt sich das ebenso. Beginnend am unteren Ende des Halses und zu Beginn des Schwanzes, da endet es dann. Hier nochmal der Hals mit einer recht aufwendigen Halsstruktur. Der Hals selbst wirkt ein bisschen zu geometrisch, wenn ich es mal so sagen sollte. Also ziemlich gleichförmig, ziemlich gerade. Überhaupt nicht fleischig oder so. Vielleicht kann man es von vorne sogar etwas besser sehen. Ist ziemlich glatt, ziemlich eckig und kantig. Aber mit schönen Osteodermen da drauf, wie man sieht. Einer ziemlich scharf gestalteten Unterseite des Halses mit Unterbrüchen. Dann haben wir hier auch schon die Schulter. Und das Vorderbein sieht ein bisschen aus wie ein Hinterbein. Das ist etwas unglücklich geraten, wie ich finde, das zu sehr nach Hinterbein aussieht. Erst wenn man weiter runter geht, sieht man, es ist ein Vorderbein. Die Füße sind noch sehr schön gemacht, auch wenn die Farbe etwas unsauber an den, an den Klauen gesetzt wurde. Dennoch sieht es noch sehr schön aus. Sehr muskulöse Beine. Die Unterseiten der Füße ist auch nur durch ein leichtes Zickzackmuster gekennzeichnet, aber mehr auch nicht. Dann haben wir hier die Flanke. Er zeichnet sich aus durch extrem dicke Hautschuppen hier. Regelrechte Hautknoten, so könnte man fast sagen. So eine dicke Hautfalte hier, die den Oberbauch vom Unterbauch trennt. Dann haben wir hier schon den Oberschenkel mit all seinen Details. Auch sagen würde, so typisch Schleichstil, wie hier die Gestaltung der Haut ist und so weiter. Das kennt man ja auch schon von früheren Modellen. Dann kommen wir auch schon zum Schwanz. Schön finde ich noch diese Unterbrüche hier überall, dass es nicht so gleichförmig ist, sondern schon so mit einigen Unterbrüchen noch versehen. Finde ich klasse sowas und macht ein Figürchen immer noch ein bisschen lebendiger. Hier haben wir noch den Rest des Schwanzes. Also die Hautstrukturen hier sind doch sehr grob gezeichnet, wie man hier sieht. Ja, dann waren wir ja im Prinzip schon bei der Oberseite des Rückens. Schauen wir uns noch mal genauer an. Dann haben wir ja auch hier diese ganzen Dornenfortsätze hier, diese extrem ausladenden Stacheln, die er hier auf dem Rücken platziert bekommen hat. Die zeigen dann hier so eine Anthrazitfarbe, kein richtiges Schwarz, eher so ein sehr, sehr dunkles Grau. Die sind teilweise noch recht schön gestaltet, hat hier ein bisschen Farbabrieb erlitten. Aber gut, den werde ich wahrscheinlich auch noch repainten, weil mir die Farbe absolut nicht gefällt. Ich werde wahrscheinlich auch kein zweites Modell davon holen dafür. Das Schöne ist, er hat hier auf der Rückenlinie auch noch Osteoderme bekommen, die aber nicht so auffallen, weil sie in der gleichen Farbe sind wie der Rest des Rückens. Das ist sehr schade, zumal sie ja noch sehr aufwendige Details hier mit zeigen. Diese Einkerbung nochmal auf den Osteodermen finde ich auch noch sehr speziell. Die Stacheln sind sehr stumpf.
etwas flexibel. Die sind nicht weiter bemalt hier, wie man sieht. Die wurden einfach so belassen. Ebenso die restlichen Osteoderme. Was des Schwanzes. Die andere Seite des Kopfes zeigt, dass er dann doch etwas zu stark lächelnd dargestellt wurde, nicht? Andererseits kann man hier auch schön dieses schöne schwarze glänzende Auge sehen. So, dann nochmal die andere Seite des Halses. Wirklich noch ein schönes, langes Exemplar und auch schön schwer für seine Größe. Dieses Vorderbein sieht doch etwas gelungener aus, nicht ganz so sehr nach Hinterbein. Ja. Weil man erkennt nicht wirklich ein Schulterblatt, das ist das Problem. Und so sieht es eben aus wie ein Oberschenkel und nicht wie ein Oberarm. So, der andere Fuß. Etwas irritierend ist dieses Gelenk hier, das hier ein bisschen wie ein Sprunggelenk dargestellt ist, aber es ist tatsächlich die Ellenbeuge. Bei uns wäre das die Ellenbeuge. Und das hier ist das Sprunggelenk. Dann haben wir noch das andere Hinterbein. Ein sehr fleischiger Oberschenkel, wie man hier sieht. Ne? So. Ja, und die kurzen, stämmigen Füße. Die Unterseiten der Füße. Das finde ich hier noch schön. Ja. Die Unterseite des Schwanzes nochmal. Ja, Lieben, und so sieht unser kleiner Freund einmal von vorne aus. So einmal von der Rückansicht. Die Komplettansicht von oben. Da sieht man schon, was er für einen extrem langen und dünnen Hals hat. Und die Ansicht von unten. Und wie man sieht, er wird im Laufen gezeigt. Ja, Freunde, das war's auch schon zum 2020er Sauropodenmodell Agustinia von Schleich. Den Link zu diesem Modell findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Schaut also unbedingt nochmal rein. Und ich für meinen Teil klinge mich wieder aus, sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!